Die Masters geht jetzt wieder los, ja, im November. So, meine Frage für heute, mein erstes Master-Video ist, wie sollte man als Profi dort spielen? Vielleicht hast du einen Lieblingsspieler und du möchtest unbedingt, dass er gewinnt. Nur die Frage ist, kann dieser Spieler ein hoher Draw spielen? Das ist sehr entscheidend. Jack Nicklaus hat damals gesagt, alles was du brauchst, um Masters zu gewinnen, ist ein hoher Draw. Das ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwas ist da dran. Viele Doglegs nach links, ganz hohe Bäume, ganz lange Löcher, man braucht die Länge. Und diese hohen Bälle mit wenig Spin, die wären optimal. Aber nicht nur für die Spieler, die Masters spielen, sondern auch für uns. Das ist einfach ein fantastischer Ball, mit dem man, und das zeigt jetzt Technologie, man den Ball am weitesten schlagen kann. So, ich zeige, wie ich das tue. Ich tee erstmal den Ball natürlich hoch auf, aber ich übertreibe das nicht. Ich habe ungefähr bisschen mehr als die Hälfte des Balles kann ich hier sehen. So, was ich jetzt tun werde, als allererster werde ich mich geradeaus ausrichten. So, ich richte mich geradeaus. Mein Schlagfläche, auch wichtig, zeigt Mitte Bahn. Jetzt werde ich meinen rechten Fuß zurück tun. Fast einen halben Fuß. Und zusätzlich die rechte Schulter zurück. Was auch wichtig ist, ist mein Wirbelsäulewinkel, dass ich nach rechts geneigt bin. Ich möchte auch so bleiben bis zum Treffmoment, ist klar, damit ich den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen kann. Okay, so die drei Dinge sind wichtig. Jetzt werde ich einen vollen Rückschwung tun. Das wird jetzt sehr einfach für mich so zu drehen, da mein Fuß zurück ist. Das ist gut für ein Draw. Und dann werde ich gucken, dass ich mir Zeit nehme beim Abschwingen. Es ist wichtig, ziemlich ruhig den Abschwung zu starten. Das ist wichtig, damit du die Ebene finden kannst. Zu schnell heißt zu feste Hände und dann kommt man weg von der Ebene. Und wenn man die Hände in diese Richtung bewegt, hat man gar keine Chance, den hohen Draw zu spielen. Ich muss auf die Ebene runter. Okay, und während ich das tue, drehe ich mich und schwinge nach rechts raus. Diese Schulter- und Fußneigung wird mir helfen, nach rechts zu schwingen. Und das ist wichtig für die Kurve nach links. Meine Schlagfläche zeigt Mitte Bahn. Die Kurve ist rechts von der Bahn und so wird ein Drall nach links entstehen. Ich werde gucken, wie mein erster Ball fliegt, wenn der Ball gerade startet und im linken Raff landet, muss ich mich mehr nach rechts ausrichten. Das muss man aber testen und trainieren auf der Range. Okay, so, jetzt geht's los. Mitte, Fuß zurück, Schulter zurück. Und jetzt ein ganz normaler Schwung. Nach rechts geneigt und nach rechts schwingen. Oh boy, da ist er. So wirklich das und das hilft wirklich sehr. Es wird dir gefallen. Pass bitte auf beim Ausholen, dass du nicht zu sehr nach hinten ausholst. Du möchtest gucken, dass die Hände vor der Brust bleiben, damit du schön auf die Ebene runterkommen kannst. Okay, so könntest du den hohen Draw spielen, wenn du das nächste Mal beim Masters mit dabei bist. Tschüss und bis morgen.